Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Wir sammeln weiter den Stroh. Und auf Holland war das ein Abfall. Der ist unterwegs, den habe ich getroffen im Hof. Ja, alles geht im globalen Markt. Auch Stroh. Wo ich daraus nämlich Strohpellets machen will. Und das Weizen verkaufe ich da, um da entsprechende Weizenbier herzustellen. Jetzt erscheint nicht so viel davon sein, weil Hopfen nicht reichen wird. Vielleicht kann ich mal ein bisschen Hopfen kaufen. Geht ja auch. Ne? Man würde mal ein bisschen investieren in Hopfen. Und dann wird es gehen. Man kann es ja direkt in eine Brauerei kaufen. Würde dann zur Not funktionieren. Ich denke mal, das wird sich dann refinanzieren. Irgendwann. Hoffe ich jedenfalls. Mal testen können wir es ja, ne? Wasser ist ja voll. Da können wir auch wieder einen fahren lassen. Ein Traktor mit Wasserfass. Ich würde ja am besten eine Leitung hinlegen zur Brauerei und dann sagen, hier, pump ab. Gut, in dem Fall ist hier, ist aber viel in LS so, dass man mit Wasserfass fahren muss, ne? Mein Gut, ich habe ja noch einen Mod hier für meine Tiere, die ich Wasser geben kann mit Wasserhahn. Das ist ja schon mal eine große Errungenschaft. Danke an den Modder, der das gemacht hat. Ich finde das herrlich. Ich finde das Anführungszeichen, naja, nicht realistisch, dass die Ställe kein fließendes Wasser haben. Ne? Das gab schon zu DDR-Zeiten, dass sie Wasser hatten. Ne? Das war eine Grundvoraussetzung. Das hatten sie als erste gemacht. Zum einen, die Arbeitskollegen wollen sich waschen, ne, natürlich, ne, also das ist ja ganz wichtig, dass du halbwegs sauber nach Hause kommst. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Tiere brauchen Wasser zum Saufen. Und zwar ständig und sauberes Wasser, nicht irgendwo abgestandenes oder so. Wasserfass kam auf die Weide, da hatten sie ja nichts anderes. Aber ansonsten, ja. Im Stall, da gab es fließendes Wasser. Ob nur bei Schweine oder bei den Rindern, ob nun Milchkühe oder Fleischrinder, das war egal, die hatten Wasser. Gab nichts anderes. Also das ist für mich unverständlich, dass hier, dass da alles. Das heißt es, du musst von vorne rechnen. Wasser kostet ja kein Vermögen, Anführungszeichen. Du brauchst eine Leitung, du brauchst eine Pumpe und eine entsprechende, ja, Filter davor vielleicht. Ne? Und dann gehen die Tiere, jedes Tier trinkt die in die Menge ungefähr. Das weiß man ja ungefähr. Und das kann man ja einstellen, die Schwankbreite mal so, mit Seasons, ob nun warm oder kalt. Und dann trinkt die ein bisschen mehr, gibt eine Kuh Milch, gibt es ein bisschen mehr Wasser, was sie brauchen. Und da muss man halt irgendwo einen Kosten einrechnen, ne? Betriebskosten. Ist so. Und dann ist das fix, ne? Man hat einen Stahlwasserfluss und fertig ist es. Im Allgemeinen sogar so, dass die automatisch so eine Klappe, ein Ventil öffnet und dann Wasser nachläuft, ne? Frisch gezapft, ne? Sauberes Grundwasser. Und nichts los hier. Kein LKW. Ich komme zu selten. Oh, wir fliegen. So. Kippen wir ab. Ja, Frage Nummer 5. Kurz rechnen. Mittwoch. Ja, Mittwoch. Freitag noch die Woche, normaler Livestream zur normalen Zeit, wie immer, und dann kommt, jo, der Freitag darauf ist dann kein Livestream, also am, ja, 6. oder 7. glaube ich, der erste ist ja ein Samstag, glaube ich, nee. Sonntag ist der erste. Sonntag ist der erste und dann ist der sechste.
glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag. Nagel ich nicht fest. Der 6. ist dann am Freitag. Am 6. kommt dann kein Livestream. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Wenn ich verkehrt liege, gut, dann ist es ja so. Ne? Aber Freitag, wie gesagt, an dem Tag kein Livestream. Aber der jetzt Freitag kommt, die nächsten 2 Tage, der kommt auf jeden Fall nochmal. Außer ich habe kein Internet oder so, dann geht's nicht. Ne? Ich hoffe natürlich nicht, aber dann meldet ja die Woche wieder heiß. Das ist schlecht. Aber wenn man überraschen lassen. Der meisten von diesem großen Krach nennt sich Gewitter. Und dann rumpst halt mal kräftig. Wollt mal Platz regen. So. Oh, nicht über den Zaun fahren, Junge, nicht über den Zaun. Da kommen wir nicht wieder weg. Nur mit Schwierigkeiten. Da müssen wir sehen. Im Grunde ist ja eine Autos-Datei gespeichert. Da müssen wir nur rübernehmen. Ne? Weiß ich nur. Ups. Und da schon Abfahrer. Das ist gut. Muss ja vorwärts gehen, ne? Ja. Was heißt das in Zukunft? Abwechslung reinzubringen heißt, auch mal was anderes anzusehen, ne? Rüben, Kartoffeln. Ich habe ja vor auf der Marsch auch Zucker zu bauen, Zucker zu produzieren. Und da brauchen wir Zuckerrüben. Also werden wir hier auch mal etwas kleineren Feldern für Zuckerrüben nehmen. Die großen, so wie hier, das ist keine gute Idee. Aber mal sehen, ne? Gibt es garantiert ein paar Felder. Die sind dafür geeignet. Das sieht gut aus. Fast fertig. So wie die 5 oder die 2. Die oben die 3. Ne, so eine Felder kannst du dafür nicht nehmen. Das sind Wiesen. Auch ein bisschen groß. Aber hier so eine kleine Felder, da kann man auch gut für Zuckerrüben nehmen. Oder hier, da, da. Ich muss dazu sagen, Hof 1 ist dafür besser geeignet, weil die entsprechend Lager haben. Muss ich mal schauen. Denn die haben wir ganz gerne so großen Felder, ne? Also der Arbeitsaufwand für die großen Felder ist viel kleiner als für die kleinen, ne? Wenn Feld Nummer, ich glaube 48. Das glaube ich, oh, 49. 49 ist das. Kommt erst die 49, dann die 48. Wenn das dann näher immer fertig ist, da fällt schon wieder ab. Oh, viel Geld. Muss ich aber leider in der Marge verkaufen, ne? Na ja, gut. Was ich hier verkaufe und verdiene, muss ich den umgekehrt nachher in die andere Richtung bringen, indem ich die Dünger kaufe und Saatgut. Und Pflanzenschutzmittel. Wollte ich aber jetzt den nächsten produzieren. Tabak habe ich schon gebaut, angebaut. Wasser gibt es ja. Ja. Mit einem Brunnen, ne? Oder so, ne? Reichlich. Muss ein bisschen daneben fahren. Ist voll. Ist voll. Auf geht's. Mit Vollgas Richtung
Hof. Dann können wir eine Einfeld automatisch abfahren lassen. Müssen wir schauen, wo ich die eingestellt kriege. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir ja blöd, wenn nicht machen würden. Alle Felder selber zu fahren, ist ja Wahnsinn. Feld 49 wäre ein guter Kandidat dafür. Aber mal schauen, zum Livestream. Ja, kommt hin. Ja, hier würden wir vor Anfang noch auf 42 anfangen zu ernten. Gerste. Ist aber ein kleineres Feld. Überschaubar kann man sagen, aber muss auch gemacht werden, ne? Wir fliegen über den, ja, über den Boden hier. Mal gepflastert, mal, ne? Wieder keiner hier. Sind die alle hin? Wir haben die dreimal kümmert und das haut er nicht hin. Das kann sein, dass die irgendwo Weizen. Der ist voll. Der fährt gerade hierher. Der nächste Weizen ist auch voll. Das heißt, die werden gerade irgendwo fahren. Sie sitzen mit gleichem Nacken oder sie sind vor mir gerade. Nee, kann nicht sein. Wenn sie voll sind. Boah, Segel weg. Dann werden sie mir entgegenkommen. Können, müssen. Muss ich aufpassen. Muss ich bis nur nach rechts fahren. Aber nicht eine Kühe rein. Das geht auch nicht. Ja, da mal. Oh, da, ja, da. Nummer 1 ist da. Ist schön. Wenn es klappt. Abfahrer mehr wäre sicherlich besser gewesen. Aber ob es dann auch klappen wird, so aussehen wie jetzt, ist die andere Frage. So, Vollgas. Da kommt bald noch einer entgegen hier. Wenn wir Vollgas wegnehmen hier. Ich finde es originell, so Straßen hier. Da schon ein bisschen. Wahnsinn. Fangen wir unten an, ne? Da, wo wir aufgehört haben. So. So viel Stroh. Alles Pellets nachher. Der Marshall Opalfelder kaufen. Den nächsten. Die Brauerei wird mir zu. Quatsch, die Brauerei. Die Käserei wird mir zulegen. Da habe ich die ganze Milch, die ich hier habe. Dann hinüber verkaufen. Da habe ich noch Milch. Drüben auch noch. Da muss ich mal schauen. Der Trigger ist ungünstig. Kann man vielleicht mit dem Auto fahren. Aber ansonsten muss man halt eine Folge halt Milchwagen fahren. Ne? Und von globalen Markt kannst du ja auch einmal fahren.
Das kannst du wiederum mit dem Dings fahren, mit dem sag schon. Autoreif. So, Mitte Sommer. Also rein theoretisch hätte ich jetzt gesagt, okay, jetzt kommt die Raps rauf, ne? Theoretisch. Das wäre jetzt Ende Sommer möglich gewesen, die Aussaat. Theoretisch. Praktisch machen sie es nicht, wir werden hoffen, dass wir eine neue Karte kriegen. Aber ich weiß leider nicht genau, ob das so pünktlich kommt, wie es haben soll. Oder zu früh. Zu früh war auch ungünstig. Ne? Man will die neue Karte rauf und dann, ne? Ist der voll? Sieht so aus. Kann man gleich mal hinterherfahren. Aber hier geht auch ein Ende entgegen zu. Meine Arbeit meine ich jetzt, ne? Das kann man auch anders auffassen, ne? So, wieder voll. Hinterher den Jungen da. Oder haben wir Glück gehabt? Dann fahren die aber nicht hier zurück, dann fahren die in die andere Richtung. Oben links. Und da kommen sie nicht von hier hoch, sondern von da oben. Dann kommen sie von da oben, von hier oben rüber weg. Was geradeaus Anecke, da kommen sie von da. So, die Schauer, das soll es halt für heute auch gewesen sein. Wieder mal Stroh. Ja, tut mir leid, aber ist leider so. Das heißt, tschüss und ciao. Jo, hat mich wieder gefreut, dass ihr da wart. Dann sage ich tschüss und schau, bis dann. Tschüss.